Weiter jetzt. Ah, war das nicht irgendwie so? Man kann mit dem noch ein bisschen rumlaufen an den ganzen Viecherblättern oder so. Aber ich glaube, wenn man in irgendeine Richtung geht, dann sagt er auch, nö, ich habe keinen Bock mehr. Aber zeitweilen kann man mit dem auch zu zweit kämpfen. Das ist recht praktisch. Weil die ganzen Viecher auch nicht respawnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oh, was ist denn das? Irgendein Hof? Ah, ein Bauernhof. Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Nein. Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke, ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Wir sehen uns. Ja, man kann mit dem die ganzen Leute umkloppen. So viel dazu. Ja, Gott, jetzt sind wir hier schon wieder an so einem Punkt. Open World ist ja nicht so wirklich. Aber schon recht freiläufig und nicht linear. Gehe ich jetzt hier lang zu dem Bauernhof und versuche da unten die Grabmotten wegzuhauen? Oder gehe ich vielleicht nach da oben zu dem Berg, zu dem Banditenlager? Fragen über Fragen. Doch nur eins lässt sich sagen. Die Antwort werde ich wohl nie erfahren. Oder irgendwie so. Erstmal müssen wir hier ein paar Sachen aufsammeln, weil das gehört natürlich dazu. Zu den anderen Sachen, die man hier so macht, wenn man alleine in der Wildnis herumläuft. Die zum Beispiel an Felswänden entlang laufen und Wölfe schlachten. Ja, sehr schwierig. Ich meine, wenn wir schon mal da sind, dann will ich aber genau speichern. Und zwar würde ich hier den kann ich ja nicht umbenennen dann, oder? Ja, überschreib den einfach mal. Ich würde den gerne Let's Play oder so nennen. Das war halt der Spielstand für Alter, ich gebe dir doch Buchstaben ein. Für die für die Einstellungen und so, ihr wisst schon. Das funktioniert wunderbar. Ich kann da auch nicht irgendwie Spielstände löschen, oder? Nein, Erfolge, neues Spiel, laden. Naja, gut. Lassen wir es einfach mal so. Oh. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Geronimo. Gott, spring doch nicht so weit. Oh Gott, normaler Seegeier. Kein Hungriger mehr. Oh Gott. Alter, fuck. Das wird nix. Scheiße. Ja, friss mich halt auf. Mann. Häufige Speichern ist sinnvoll. Ja, danke sehr. Das mache ich auch nicht schon irgendwie die ganze Zeit oder so. Nein.
Aber ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Aufnahmepause zu machen, weil wegen erster Folge und so. Ja, erste Folge, erste Aufnahme. Obwohl, wie lang war das jetzt? Eine Stunde, glaube ich. Oder? Stand da doch irgendwo. 58 Minuten, 0 Stunden, 0 Tage. Ja gut, eine Stunde. Ist schon ein bisschen wenig. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber dann kann ich jetzt eventuell noch rendern und dann gleich am Montag die Folge raushauen. Ja, doch, dann kann ich gleich am Montag die Folge raushauen. Ihr seht es dann jetzt ja am Montag, oder gut, diese Folge jetzt nicht, aber die erste Folge habt ihr ja dann eventuell am Montag gesehen. Deswegen mache ich jetzt eine Aufnahmepause, wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Risen. Wir sind in der letzten Aufnahme in der sehr unglaublich spannenden und auch langen Aufnahme bis hier hingekommen. Da hat uns der, wie sind ja der Neil, der Neil, da den Novizenhof gezeigt. Oh, da ist jemand. Und was ist das, ein Hähnchen? Häschen? Nee, nun. Aber ich will, bevor ich zu denen gehe, weil ich nicht zu der Inquisition gehen will, weil ich irgendwie mit denen, wie schon mal erwähnt, nicht so klarkomme, lieber hier diese Minze pflücken. Jetzt können wir da hingehen. Nein, 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 ich will zu dem Banditenlager. Das hatte er ja auch schon mal erwähnt, wenn ich mich recht entsinne. Und da mal schauen, ob wir da irgendwie weiterkommen können. Denn das finde ich doch etwas interessanter und auch, wie sagt man, auch, ja, nicht unbedingt besser, aber ich finde, ich bin damit zufriedener. Sagen wir es mal so. Hier haben wir uns schon mal umgeguckt, gell? Ich laufe hier immer erst um die Häuser rum. Ja, genau, hier diese verschlossene Kiste, da waren wir schon. Neil, kannst du noch irgendwas sagen? Die Sarah hast du ja natürlich nicht abgeholt, so wie es aussieht. Führe mich zu eurem Lager, genau. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem, folge mir. Da will ich hin, folge Neil nach Westen. Gibt ja alles noch ein bisschen Erfahrung, die ganzen Quests und so, glaube ich. Von dem her ist es ja nicht so schlimm, wenn man das mal macht. Kann ich den einholen? Ja. Ja. Komm. Da. Ah, Mensch. Ich will dich überholen. Ja. Ich lieg vorne. Oh Gott, jetzt sprintet er. Oh. Da. Siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Obwohl es schon recht interessant wäre, mal hier bei dem Magiern da rumzuhampeln und irgendwie für Kamikaze-Missionen missbraucht zu werden. Muss ich ja gestehen, weil ich selbst auch nicht kenne, dieses Storyline. Mist, verdammter, es gibt Ärger. Jo. Gut. Alter, ich dachte, Alter, der hat ihn one-hitted. War das nicht so, dass man irgendwie mindestens einen Schadenspunkt machen muss, damit man da irgendwie... Vorsicht, wir kriegen Ärger. Oh. Da Erfahrung bekommt. Aber ist er anscheinend nicht so. Ich meine, der hat ihn one-hitted und wir hatten... Okay, wir one-hitten den auch. Wir haben jetzt also ein Superschwert. Damit man da halt wenigstens etwas Schaden machen muss, damit man da auch die Erfahrung bekommt. Oh, der ist auf uns. Na? Da kam ja auch mal dieser Tipp. Von wegen Konterparade oder sowas. Oder generell... Aua. Generell Konter.
Und da habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, ich weiß es nicht, da müsste ich jetzt mal kurz nachschauen, das mache ich doch gleich. Aber wenn ich mich recht entsinne, gibt es dafür einen eigenen Talentbaum. Schwertkampf, Bogen, Feuerball. Okay, oder auch nicht. Du kannst Waffen aus der Kategorie Schwert benutzen. Du kannst angreifen, parieren und bis zu 3 Angriffsschläge miteinander kombinieren. Du kannst Konterparaden ausführen und so die Angriffe deiner Gegner unterbrechen. Ist rot, das heißt, wir können es wahrscheinlich noch nicht und das lernen wir dann erst beim nächsten. Und trotzdem wurde uns der Tipp angezeigt. Und das ist natürlich hervorragend. Alter, wo kommen auf einmal die ganzen Viecher her? Ist es gerade ein Wolf auf? So, Neil, komm. Au. Jetzt ist es gerade abgelenkt. Ah, da ist noch eine. Wo ist die denn jetzt schon wieder hergekommen? Ja. Wow. Zum Glück gibt es da keine Ausdauer. Rüber. Au, fuck. Level up. Ja, heil dich. Hast du vielleicht einen Heiltrank für mich? Nee. Leider nicht. Komm mit. Ja, ja. Halt, ich muss noch Kräuter pflücken. Und das meinte ich nämlich mit... Man kann ja die ganze Gegend mit dem so ein bisschen aufräumen. Was man hier so abseits der Wege findet. Weil der dann mitkämpft und einiges aushält und auch gut Schaden macht. Ja, Stachelratte, komm jetzt. Alter. So. Komm. Neil, komm du auch. Ah, das ist der hinter mir auf einmal. Au. Alter. So, jetzt ist Ruhe. Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Bleib da. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe da mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück. Wir sehen uns. Alter, ich würde gerne jagen und dann dafür noch was bekommen. Ich meine, kriege ich Erfahrung. Ja. So sieht es nämlich aus. So, diesen Weg folgen durch den Sumpf und dann komme ich zum Lager. Oder ich gehe noch irgendwo anders lang und schaue mich da um. Aber man merkt ja, wir sind noch recht schwach auf den Beinen und auf der Brust natürlich auch. Und halten nicht allzu viel aus. Deswegen wäre es ratsam, erstmal ein bisschen zu questen. Ja, genau. Und zu reden und so, weil man dafür ja auch ein bisschen Erfahrung bekommt. Oder hier Leuten hinterherlaufen zum Beispiel, die stalken. Und die ersten Level-Ups und so, die gehen ja recht schnell. Und das dann halt so weit machen, bis man dann auch mal so eine Stachelratte und so alleine ohne große Probleme wegbekommen. Wo war denn hier dieses Wasserfass? Ich verschwende jetzt keinen extra Heiltrank dafür. Da bin ich zu knauserig. Ich komme hier aus der Nähe von Stuttgart. Ne? Schwaben und so, die müssen sparen. Das war jetzt bestimmt nicht schwäbisch, aber ist auch egal. Kann ich auch gar nicht so wirklich. Ich kann gar nicht schwäbisch schwätze. Auch meine Eltern und so, die sprechen vorwiegend Hochdeutsch, sag ich mal. Außer mein Vater, wenn der mit seinen Eltern früher geredet hat, dann so über den Krieg und so. Nee, dann war es immer Schwäbisch. Aber zu Hause immer recht hohes Deutsch. Von dem her bin ich da jetzt nicht so affin drin. Aber soll ja auch nicht so elaboriert sein. Wo sind wir jetzt lang gegangen? Oh Gott, ich folge Neil nach Westen hier lang? Ich weiß es doch nicht. Erstmal speichern. Hat er hier ein Lagerfeuer zufällig? Da unten war aber, glaube ich, eins irgendwo. Ist nur eine Fackel. Ist auch egal, wir kommen später noch an ein Lagerfeuer. Und zwar recht schnell, wenn wir zu dem Banditenlager gehen. Ist ja klar, im Lager ein Feuer, ne? Hätte man sich ja schon fast denken können. Nee, da geht... Huch!
Okay. Da geht's zu dem Banditenhof, zu Novizenhof. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, aber das ist eben Risen, hier gibt's nichts anderes. Außer... Oh, Pfeile. Cool. Und eine schöne Aussicht. Alter, kann er die nicht alle auf einmal nehmen? Ein Kurzbogen. Oh, Schütze. Ein Bogen, cool. Können wir Bögen benutzen? Ich glaube schon, oder? Nachladen und Spannen ist 10% schneller. Hm, cool. Armbrust? Schneller. Starker. Konterparaden. Angriffe aufladen. Boah. Boah. Naja. Kurzbogen kann man jetzt ja. Genau, da auf die 2. Mhm. Was ist denn, wenn ich. Die Motten sehe ich von hier natürlich nicht. Sonst könnte man da ein bisschen snipern. Ich gehe mal kurz wieder runter. Zum Glück gibt es da keinen Fallschaden. Ja, super. Und dann würde ich gerne mal. Ich kann die wieder aufheben, das ist schön. Wisst ihr was, dann probiere ich das mal ganz kurz. Und zwar waren hier unten ja genau diese Supermotten. 3 Stück Krallenfalter. Oh oh, das sind keine Grabmotten, das sind Krallenfalter. Ich meine, ich habe ja gespeichert, also. Jetzt gehen die ja immer um diesen Stein drumherum. Oh, fuck. Wo ist die? Da. Yo, komm jetzt den Berg hoch. Oh. Ach, da kann ich rückwärts springen. Muss ich erst die Waffe wegstecken. Der trifft doch gar nicht. Ah, nein, du sollst... Nahkampf. Also es würde gehen, aber es sieht mit diesem Keiler bei der Sarah. Muss nicht unbedingt sein. Ein Vierfachangriff, meine Güte. Hoffentlich kommen die anderen jetzt nicht. Ich kann mich auch nicht unterwegs heilen. Greif an. Daneben nicht. Boah, 90 Erfahrung. Geil. Und wir kriegen ollen Flügelstaub. Juhu. Ja, schon fast wieder ein Level-Up wahrscheinlich. Also nochmal kurz heilen und dann gehen wir aber endlich zum Lager. Also ich glaube, ich werde Bögen und so wie eine Risen nicht unbedingt benutzen. Vielleicht, um irgendwann mal irgendwelche Leute zu pullen. Sofern das denn geht. Und man sie trifft natürlich. Aber ich werde wohl primär in den Nahkampf übergehen. Ja, das ist der Plan. Und wenn unser Held hier ausgedudelt hat, machen wir uns dann, wie gesagt, endlich auf den Weg in die Zivilisation. Na komm, einen Schluck kannst noch. Dann müssen wir aber echt los. So, nimm dir noch was für unterwegs mit und... jetzt müssen wir hier lang, denke ich. Da geht's runter, dann hier hoch. Hier ist noch eine Mana-Wurzel, dann speichere ich nochmal geschwind. Und weiter geht's.